Willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Ja, wir wollten die... Wollten wir? Ich überlege gerade, ob wir wirklich wollten. Die Banditenhöhle ausräumen. Wo... Ich hab's vergessen. Haben wir die... Schwere Truhe gehabt. Egal. Ja, wir wollten jetzt ursprünglich versuchen, die Banditenhöhle irgendwie auseinanderzunehmen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich so funktionieren würde, wie ich das gerne hätte. Ja. Genau. Deswegen könnte das Ganze jetzt problematisch werden. Vielleicht troll ich einfach mal ein bisschen. Ich meine, ich habe ja gespeichert. Let's troll a bit. Die Biester lernen es nicht. Wow. Schon wieder. Okay. Funktioniert aber nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Okay, gucken wir erstmal, wie tief diese Höhle ist. Das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir gerne erhofft hätte. Überall diese Mistviecher! Okay, bis hier hinten geht die Höhle, ja? Und hier ist sie dann auch leer. Gut. Nehmen wir nicht an, dass wir jetzt wieder lebend hier wieder rauskommen, oder? Oh, oder doch? Eventuell kommen wir sogar lebend wieder raus. Ich, nevermind. Nevermind. Alright, okay. Ich muss das Spiel nicht laden an sich. Das hat's nicht so wirklich gebracht, nämlich. Nicht wahr? Nicht wahr. Gut. Können wir uns irgendwie wieder zurückverwandeln? Gut. Ja, das war jetzt nicht so ergiebrig, wie ich das gerne gehabt hätte, um ehrlich zu sein. Nee, irgendwie überhaupt nicht. Irgendwie so gar nicht. Verdammt. Wir lassen das erstmal. Wir lassen die Truhe. Hallo, Halsabschneider. Wir lassen die Truhe mal eben Truhe. Nicht die Truhe, die Truhe. Die Höhle sein. Da werden wir uns später noch drum kümmern. Wir gehen mal eben weg hier. Das ist Kap Dun, da will ich gar nicht hin. Ich möchte lieber nach Montera. Montera. Monta. Montera. Ja, dann gehen wir mal eben schlafen. Bevor ich jetzt hier ewig damit mit dieser Höhle da am rumhängen bin. Vor allem, weil ich kaum noch Tränke habe, was mich auch ein wenig nervt gerade. Unser Schweinefleisch können wir nicht weiter verarbeiten. So. Ab ins Bett. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Außerdem könnte ich mir mal eben auch die Truhe holen. Ich weiß, dass hinter dem... hinter der Arena eine Truhe ist. Wo ist Marek? Ach, Marek war... stand gerade eben vor mir. Ich bin noch ein bisschen dämlich. Egal, brauchen wir jetzt nicht immer zurückgehen. Hier in Gothic 3 gibt es keine Tränke der Geschwindigkeit mehr, ne? Schade eigentlich. So, hier hinten müsste irgendwo eigentlich eine Truhe sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Hahaha. Trank gegen Krankheitwasser, Ashens Goldliste und 1000 Münzen. Na wunderbar. Was auch immer jetzt Ashens Goldliste ist, wir können das mal eben nachsuchen. Ashens Goldliste. Goose 300, Dan 200, Fedor 400. Aha. Lass mich raten. Irgendeiner von denen gibt mir den Auftrag. Alles noch dran? Respekt! Hast deinen mordsmäßigen Bums, Bruder! Hier ist dein Preisgeld! Oh! Dankeschön. Gruß. Dankeschön. Fedor. Man muss eben aufpassen. Hast du nichts zu tun? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe nicht wirklich was zu tun. Who's Dan? Ich weiß, Mann, ich weiß. Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marek? Ich hab damit kein Problem. Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Okay. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ach Gott.
Gothic 3 Musik ist doch so wunderschön. Ja, jetzt ist die Frage, Marek. Erstens, ich habe noch ein paar Informationen für dich. Wie soll ich die Loyalität? Falscher. Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wegen der Söldner. Elber hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay, ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Ich habe ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sold. Ja, das ist nett. Okay, nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt in die Korndiebe kümmern. Ja, über die Korndiebe. Hallöchen. Holzschild. Streuer. Okay. Whatever again. By the way, haben wir jetzt alle Milch? Egal, wir kümmern uns jetzt erst um die Korndiebe, bevor wir jetzt die Milch abgeben gehen. Mir wurde gesagt, wo die sein sollen. Ich hoffe, das ist auch richtig so. Wir waren wohl nicht ganz Kronstöckel? Tatsächlich. Ich gerade aus dem Augenwinkel Kronstöckel gesehen. Leider nicht mehr so wertvoll wie in Gothic 2. Schade eigentlich. Wow. Nicht ruckeln. So, ich soll bei den Snappern doch mal... Die Snapper waren ja hier. Links gehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Habe ich jetzt das richtig in Erinnerung oder war ich jetzt genau falsch eingeprägt? Ich hoffe mal, ich habe es richtig in Erinnerung. Erfahrung plus 5. Sehr schön. Soll links mich links halten. Oder ich kann auch sein, dass ich es jetzt genau falsch rum in Erinnerung habe, dass ich mich rechts halten soll. Kann jetzt beides sein. Wir werden es gleich merken. Ich befürchte, es hieß rechts halten. Das ist wunderschön. Ich schaffe es, einen Kommentar zu lesen und innerhalb von 20 Minuten den gesamten Inhalt zu verdrehen. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, dann sollte ich mich bei den Snappern rechts halten. Ist jetzt auch wieder nur eine Vermutung. Eventuell stand was ganz anderes da, aber ich meine... ich weiß, dass ich was darüber gelesen habe, wo die Kornlinien sind. Klar. Und zwar, dass ich mich rechts halten soll wahrscheinlich. Also hier sind die Snapper. Ich soll mich rechts halten. Ich nehme an, dann auch rechts vom Berg. Das ist ja Norden, nicht wahr? Was haben wir denn da hinten? Eine Brücke. Eine Brücke? Nee. Hey. Das ist der Hof. Ich Genie. Und das ist ein Wildschwein, ich Genie. Ich habe keine Ausdauer, ich Genie. Ich müsste mal dringend noch mehr Stabkampf lernen, glaube ich. Was macht das Wildschwein da? Ah, zack. Puh, okay. Mrs. Wildschwein. Oder Mr. Wildschwein, weiß ich nicht. Danke. Level up, Erfahrung plus 50. Das ist sehr schön. Und sehr nett. Alright. Let's see. Muss ich jetzt... Moment, ich kaum glauben, dass ich hier richtig bin. Wonderful. Ey, das hier ist Gotha. Was finde ich in Gotha? Hier sind die Korndiebe auf keinen Fall. Scheiße. Bin ich wirklich so dämlich gerade? Keine Antwort daraus, das ist die Antwort könnt ihr euch sparen. Okay, ich halte mich jetzt rechts am Berg. Den Snappern rechts halten. Aber hier sind wir doch sogar komplett rechts den Berg entlang gegangen, weil ich dachte, hier wäre die Höhle mit der von Roba, oder nicht? Habe ich mich hier nicht komplett rechts? Da sind sie, ich glaub's nicht. Bin ich doof? Ich reiß dir den Kopf. Monty.
Ach, das kannst du auch, natürlich. Hallöchen. Leute, seid ihr irgendwie... Ja, wir quicksafen mal eben. Bevor wir jetzt gleich in Ohnmacht fallen werden. Vor allen Dingen, weil die alle... Alle... Alle Hellbarden haben. Was soll das denn? Ja, das wird jetzt witzig. Mhm. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen, das Problem. Sind das die Korndiebe? Was scheinen die Korndiebe zu sein? Ja. This seems to be a problem. Mhm. Nicht unwesentlich. Aber ja, ich habe mir das Spiel natürlich um ein tausendfaches einfacher gemacht, da ich mir durch diese Tränke 40 Leben... Wow. Da ich durch diese Tränke 40 Leben bekommen habe, ist mein Spiel natürlich jetzt so einfach, dass das hier mir keine Probleme bereitet. Der eigentliche Grund, warum ich diese Tränke überhaupt eingesetzt habe, ist, dass sie mich im Inventar genervt haben. Aber gut, ich glaube, ich habe 10 Tränke eingesetzt, die mir jeweils wie viel? 8 Leben gegeben haben. Deswegen entschuldige ich mich hiermit vielmals, dass ich 80 Leben dazu bekommen habe. Wobei ein Hit von den Gegnern wahrscheinlich zu ca. 500.000 abzieht. Aber gut, wer meint, ich habe mir das Spiel dadurch zu sehr vereinfacht, dem... ja, kann ich auch nicht helfen. Also, das Spiel ist, wie es ist. Und der Punkt ist, Gothic war noch nie leicht. Vor allen Dingen nicht Gothic 3, vor allen Dingen nicht bei diesem Attackenmuster hier. Könntet ihr mal bitte euch verpissen? Wow, 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 ich will auch zurück hin. So, okay, ihr haut schon mal ab. Das ist dann Quicksaven hier mal irgendwo vorwärts. Ja. Okay. Monty. Condi. Warum bist du noch hier? Wow. Eigentlich gar nicht schlecht. Wenn ich immer einen... Wow. Wenn ich immer einen weghole und der dann... So friedlich auf mich zu... Hallo? Ich bin hier. Kommt. Wäre das doch wunderbar. Okay. Stachelkeule. Korndieb. Ja, jetzt ist die Frage. Wie machen wir das jetzt? Das ist eine gute Frage. Eine ziemlich gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich jetzt... Es ist, wie ich jetzt 15 Leute da töten soll. Vor allen Dingen, ja. Das ist Monty. Warum hat Monty einen Namen? Kann man theoretisch irgendwie mit dem reden? Ich sehe da gerade keine Idee, wie ich mit dem reden könnte. Und feuerfrei. Ich habe auf jeden Fall getroffen, irgendwas. Das Problem ist halt, dass sie wirklich alle diese verkackten Hellbarden haben. Ne! Danke. Quicksave, das war ein ganz dummer Quicksave. Ganz, ganz dummer Quicksave. Ganz, ganz dummer Quicksave. Okay, Monty! My friend! I will burn you! Hütete! Oder du... Hütete! Nein, komm nicht näher! Komm, stirb, Monty. Yes! Okay. Ach, du auch noch. Oh, links oder rechts vom Baum? Du musst dich entscheiden. Hallo? Links oder rechts vom Baum? Nein. Wow. Nicht ruckeln. Nicht ruckeln. Das Ruckeln war nicht nett. Das Ruckeln war nicht nett. Was zum...
Was war das für ein Schrei? Okay, wir haben hier Monty. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir noch einen Brief von Ortega. Och, Ortega! Den haben wir schon lange ausgeschaltet. Jetzt haben wir hier noch irgendwo eine Leiche, glaube ich, rumliegen. Müssten wir eigentlich. Eigentlich müsste hier irgendwo noch eine Leiche rumliegen. Hier? Ja, da ist noch eine Heilwurzel. Ja, Korndieb. Eigentlich, du hast keine Waffe gehabt oder sowas, ne? Nö. Nö, du bist mit bloßen Fäusten auf mich zugelaufen anscheinend. Ne, da, Leopard. Ja. Weiter hier Zeug am Fressen. Jetzt ist die Frage, ich möchte mal ganz kurz wissen, was für ein Brief von Ortega das war. Ashens Goldliste. Brief von Ortega. Minecrawler und Untote, schick uns mehr Männer. Unser Lager in der Höhle müssen wir auch schon aufgeben. Wenn das so weitergeht, müssen wir von hier verschwinden. Die Minecrawler und Untoten, ja, Untote, machen uns schwer zu schaffen. Keine Ahnung, wie sie es in von Gotha bis hierher geschafft haben. Sobald wir nicht mehr jeden Tag angegriffen werden, schicke ich dir zwei Männer mit den Weizensäcken. Gib ihnen noch einige Heiltränke mit. Monty. PS, neuerdings marschiert ein Trupp Rebellen in Richtung Gotha. Der große Kerl von dem Schiff war auch dabei. Ja, damit meinst du wohl den lieben Gorn. Gorny Porny. Ich habe noch 11 Feuerpfeile. Danach hat sich's ausgefeiert. Gefeuert. Habe ich hier irgendwas zu trinken? Zu Mana? Mana plus 25 Mana-Pflanze. Bumm. Sehr schön. Und einmal den Korndieb in das Gesicht. Das war wohl kaum das Gesicht, aber das ist egal. Ich muss immer mich vor allen Dingen auf einen konzentrieren. Mir bringt es ja herzlich wenig, wenn ich 50 Leuten einen Pfeil reinjage. Ja? Wow. So, reicht die Pfeile genau noch für den... Ja. Nein, tun sie nicht. So, quicksaven wir auch nochmal total beschissen. Den Gegner... Ich muss hier jeden Gegner quicksaven. Mann, ist das Spiel leicht. Gott, nochmal. Und nein, das liegt nicht nur daran, dass ich mich doof anstelle. Ich weiß, dass ich mich ab und zu dumm anstelle, aber das hier ist nicht nur dumm anstellen. Das hier ist einfach nur... Ich mache an den Gegner kaum Schaden, sieh mir dafür sehr viel. Und die Anzahl der Gegner ist natürlich... spricht für sich. Und hinter mir ist ein Berg. Das ist irgendwie gerade ganz schlecht. Vor allen Dingen, wie ich bereits sagte, als Magier ein großes Problem. Bleib stehen. Ich bleib dir gleich stehen. Wow. Oh, ich bin so schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Falsche Taste. Könnte der Korn die bitte sterben? Danke. So, jetzt zu uns beiden. In 101 kann ich auch gerne mal zu dieser Waffe greifen. Die Korndiebe müssen weg. Du hast ein Schild verloren irgendwo hier hinten. Holzschild, dankeschön. Wie viel hast du verkaufen? Oi, 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 oi. Knüppel. Ja, komm ruhig mit dem Knüppel. Hier liegt noch ein Snapper. Hier müssen aber auch noch irgendwie Dieb rum da liegen. Doch hier wieder irgendwo ein... Da. Korndieb mit einer Hellebarden. Ich hoffe, die Hellebarden sind relativ gut wert, weil dann habe ich gleich richtig viel Geld. Eieieiei. Wie gesagt, diese Nomadenrüstung, die ich mir geholt habe, hier... die habe ich ja nur aus Vorsorge, aus dem einfachen Grund, dass das alternative Balancing im Endeffekt mich so viel Gold kosten würde, weil ich es aus Versehen angeschaltet habe. Ich habe aber keine Lust, neu zu starten und ohne alternatives Balancing, weil, wie gesagt, da ich über 250 altes Wissen brauchen werde, beziehungsweise brauche, kriege ich ohne genug Geld ein großes Problem, weil vor allen Dingen als Magier. So, der Mondpilze. Und ich glaube, ich sollte hier gar nicht erst weitergehen, aus dem einfachen Grund, dass ich... Das war die Höhle mit Robert, mit der Rüstung von Robert dem Dritten. Und wie das die Höhle war, Metalltrommel.
und wie das die Höhle war. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Quick Save. Minecrawler. Greifen Minecrawler andere Wesen an? Ich kann mich auch verwandeln. Kann ich nicht. Zum Beispiel Scavenger. Greifen Minecrawler Scavenger an. Jo, das war sowas von die Höhle. Holy shit. Irgendwo war eine Kiste. Nein, ganz sicher nicht. Obwohl, vielleicht sogar die hier. Das könnte spaßig werden. Ich habe, glaube ich, jetzt gleich ein Selbstmordattentat vor. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Es gab entweder in Gothic 3 oder in Gothic 3 Götterdämmerung. Eins von beiden ist richtig. Eine Höhle. Und in dieser Höhle, und das ist diese Höhle hier, ziemlich sicher. Und in dieser Höhle gab es eine Truhe. Und in dieser Truhe war Robas Rüstung. Die Rüstung von Roba dem Dritten. Ich müsste mich schon sehr täuschen. Nee, ich weiß auf jeden Fall, dass es diese Höhle hier sein muss. Ich weiß halt nur nicht, ob es Gothic 3 ist oder Gothic 3 Götterdämmerung. Eine von den beiden ist es. Aber, ja, okay, hier werde ich mich ganz sicher nicht... hier werde ich ganz sicher nichts tun. Wir probieren das mal. Was? Oh, shit! Shit, 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 shit! Nein, das war nicht beabsichtigt. Ich wusste nicht, dass das zeitlich begrenzt ist. Das laden wir mal eben. bevor hier irgendwas Dummes passiert. Ich möchte nämlich versuchen, diese eine Truhe auszuplündern und dann versuchen, irgendwie zu fliehen. Wenn da nämlich tatsächlich jetzt gleich die geile Rüstung drin ist, dann wende ich das ziemlich witzig. Und interessant und spannend und überhaupt. Ich befürchte aber tatsächlich, es war Götterdämmerung. Ich befürchte, es war Götterdämmerung. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Wir werden es gleich sehen. Gothic 3. Probieren wir es nochmal. Scavenger. Schluck den Trank. Also die Höhle ist breit und weit und überhaupt. Also jetzt versuchen wir mal. Ich habe auch keine Ahnung, ob das funktioniert. Oder ob wir dann angegriffen werden, getötet werden. Das kann auch sehr gut sein. Könntest du dich verpissen? Könntest du dich verpissen? Bitte. 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 Wie komme ich denn jetzt aus der Gestalt raus? Ich weiß gerade nicht, wie ich aus der Gestalt rauskomme. Das nicht eben irgendwie funktioniert? Ich habe doch eigentlich einfach nur auf die Tasten gedrückt. Die funktionieren jetzt nicht mehr. Eventuell habe ich auch eben einfach nur Glück gehabt, dass die Zeit genau in dem Moment abgelaufen ist, wo ich die Taste gedrückt habe. Could be all possible. Das ist nicht gut. Ja genau, hau doch mal ab. Bingo. Truhe. Nicht während eines Kampfes. Ganz schlimm. So, was ist denn da drin? Nicht während des Kampfes. Nose! Nose, this door! This won't work! Alright, wir versuchen es mal mit fliehen. Okay, this won't work. Das wird nicht funktionieren. Okay. Immerhin wissen wir, dass es nicht funktionieren wird. Ich möchte gerne nicht nach Kap Dun, sondern ich möchte gerne nach Monterra. Weil wir haben die Weizensäcke. Ich weiß nicht, ob wir die Milch schon haben, beziehungsweise ob wir alle Milch haben, aber wir haben auf jeden Fall die Weizensäcke. Eieieiei. Was eine Exkursion hier. Okay. Verdammt, die Höhle. Wie soll ich denn diese Höhle überleben? Nee, das ist der falsche. Wo ist, Jesus Sabon Sanford, genau. Hier sind deine Weizensäcke.
Na endlich. Hier hast du etwas Gold für deinen Dienst. Hier sind deine Milchfässer. Du bist echt gut. Ich weiß. Na dann, hier ist dein Lohn. Okay, anscheinend haben wir aber noch lange nicht genug Rufe, Montara. Der Punkt ist, wen haben wir denn hier? Basir. Kennen ja noch gar nicht. Wen haben wir denn hier? Basir. Bist du auch gekommen, mich zu verhören? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles, seltenes, kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem, persönlichem Wert gewesen. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Ja, die Feuerkette. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Montera Richtung Trelis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen sehen. Gesetzt dem Fall, dass die Rebellen nicht schon alles geplündert haben. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Also der Typ ist extrem blass und nennt mich Blassgesicht. Und ich finde diese Frisur extrem fragwürdig. Also, ich habe nichts gegen Glatzen, aber warum zum Teufel lässt der sich Koteletten und ein Bart, also ein Bart so dahin wachsen? Was ist das denn für ein Charakterdesign? Das ist doch vollkommen falsch. Das ist irgendwas falsch. Dicker Daniel. Du siehst durstig aus, Fremder. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt darauf an, was du brauchst. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Ja, handeln wäre nicht schlecht. Zeig mir deine Ware. Hast du irgendwie... Zago. Der will Fisch schon roh essen. Ja. Wie viele Dietriche haben wir noch? 13. Weil Dietriche kann ich immer gebrauchen. Du kriegst ein Messer von mir. Und eine Schaufel und 2 Hämmer. Und verdammte Ringe. So, Goldausgleich. Alright. Okay, wir gehen jetzt mal irgendwie schlafen. Und dann gucken wir, wie wir den Ruf komplett wieder hochkriegen, Montara. Wir sind jetzt bei 55, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 55 Ruf. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und Videos, euer Hedi.